Hey Leute, heute gibt's einen coolen Trick von uns, wie man ganz einfach eine Lavalampe selber bauen kann. Ist echt ganz einfach und macht Spaß. Also dazu fehlt mir einfach, also dazu brauchen wir erstmal Glas oder irgendwas anderes, kann auch eine Flasche oder so sein. Da füllt man dann einfach Wasser rein, ungefähr so viel. Und dann füllt man Öl dazu. Ich habe hier so ein ganz stinknormales Sonnenblumenöl. Da füllt man so viel dazu, dass am Ende ungefähr ein Viertel Wasser da ist und der Rest soll Öl sein. Okay, in das Ganze kommt jetzt noch Lebensmittelfarbe rein. Die habe ich jetzt hier, also die Farbe ist egal, natürlich. Und die Lebensmittelfarbe, die habe ich jetzt hier in Wasser vorher schon aufgelöst. In das Ganze kommt jetzt eigentlich nur noch eine Brausetablette. Ich habe hier so eine Brausetablette, ist aber egal was für eine. Nehme ich jetzt eine raus und die werfe ich jetzt oben rein. So, und jetzt schauen wir mal, was passiert. So, und schon ist unsere richtig coole Lavalampe fertig. Es geht echt einfach und macht Spaß. Probiert's aus. Es ist nicht schwierig und ihr seht ja, es sieht echt geil aus. Ihr könnt es natürlich alles variieren, mit vielen verschiedenen Farben ausprobieren und da gibt es also tausend Möglichkeiten. Man kann da andere, ich habe jetzt hier ein Glas genommen, man kann da irgendwelche Vasen nehmen oder irgendwas Cooles, was cool aussieht und ja, probiert es einfach aus, macht echt Spaß. Um das ein bisschen zu variieren, habe ich jetzt einfach mal hier eine Flasche genommen und grüne Farbe anstatt blauer und mal schauen, wie das aussieht. Hier musste ich allerdings die Brausetablette durchbrechen, weil die sonst nicht hier in den Hals reinpasst. So, jetzt werfe ich die mal hier rein. Also, wie ihr sehen könnt, sieht das echt geil aus. Hier auf der einen Seite oder jetzt sogar langsam überall gehen einmal die Blasen hoch und dann kommen sie von oben wieder runter in der Mitte. Also, ich finde es echt cool. Und ich werfe jetzt mal noch so ein anderes kleines Stück dazu, weil schon hat sich nochmal was verändert oder ja. Das Coole an den Lampen ist auch, wenn man da was reinwirft. Am Anfang denkt ihr vielleicht, es passiert fast nichts und dann wird es auf einmal immer mehr und dann verändert sich's. Dann gibt es mal große Blasen, mal kleine Blasen. Also es ist ziemlich interessant. Also Leute, falls euch das Video hier von uns gefallen hat und die. Wow, jetzt geht's auch richtig ab hier. Und ja, die Lavalampen hier, die cool fandet, ihr noch mehr von uns sehen wollt, könnt ihr einmal hier ein Video sehen, wie man einen Kompass selber machen kann. Und einmal, also der Kompass ist echt ganz einfach, und einmal noch. Ein Video, wie man so Slash-Eis machen kann, ganz schnell. Da schüttet man ein Getränk in ein Glas und dann gefriert es innerhalb von Sekunden. Also ist auch echt cool und macht echt Spaß. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim weiter Videos anschauen und bis zum nächsten Mal.